zweite Teil ist über die Predigt des Petrus aus den Versen 11 bis, Entschuldigung, aus den Versen 12 bis 26. Lasst uns diesen Vers 12 einmal anschauen. Ich möchte die nächste Generation bitten, diesen Vers zu lesen. Vers 12, bitte. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darum, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir nicht einen Tag oder Frömmigkeit gehört, dass dieser leben kann? Es gibt für alle Leute Gottes nach einem großartigen Wirken Gottes die Versuchung, sich selbst Ehre zuzusprechen. Aber Petrus war anders. Er suchte nicht eigene Ehre, sondern er führte die Menschen zu Gott, indem er Jesus allein bezeugte. Ja, nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Frömmigkeit, sondern allein im Namen Jesu kämpfte Petrus bis zum Ende. Sehen wir uns auch die Verse 13 bis 18 an. Diese Verse 13 bis 18 sind die Fortsetzung der Pfingstpredigt, die wir schon in Kapitel 2 kennenlernen durften. Petrus bezeugte hier zum zweiten Mal das Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung, insbesondere die Auferstehungsmacht durch die Heilung eines Gelähmten. Zuerst führte Petrus die Sünde des Volkes vor Augen, dass sie Jesus überantwortet und verleugnet hatten. Dadurch half Petrus ihnen, sich selbst ernsthaft vor Gott als Sünder anzuerkennen und zu bekennen, dass sie Jesu Herrschaft abgelehnt und durch ihre Sünde Jesus gekreuzigt hatten. Petrus hatte keine Furcht vor der Menge, sondern nannte ihre bösen Taten beim Namen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Mit dem zerbrochenen Hirtenherzen offenbarte Petrus hier die Sünde des Volkes, nicht um sie bloßzustellen, sondern um ihnen die Gelegenheit zur Buße zu geben. Petrus verdammte sie nicht, sondern er verstand sie, weil er genau der gleiche Sünder war. Petrus selbst erfuhr die wunderbare Vergebungsgnade seines Herrn Jesus, der ihm trotz seines dreifachen Verrats vergeben hatte. Und Petrus glaubte, dass diese Gnade auch dem jüdischen ganzen Volk zuteil wurde. Darum konnte er mutig sagen: Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Petrus verkündete die Auferstehungsmacht Jesu. Das Volk hatte Jesus, von dem alles Leben kommt, getötet. Gott aber hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Was zeigt uns das? Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Die Macht des Todes ist besiegt. Gottes Allmacht ist größer als die Macht der Sünde und des Todes. Gottes Allmacht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist der Beweis, dass auch heute gelähmte Menschen zum neuen Leben auferstehen und Gott wieder dienen können. Lesen wir auch den Vers 16, bitte. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Nur in Jesus, den Gott durch seine Allmacht von den Toten auferweckt hat, konnte dieser gelähmte Mann geheilt werden. Allein in Jesu Namen ist völliges Heil und Erlösung. Durch unseren Glauben an Jesus, der von den Toten auferstanden ist und der auch heute mitten unter uns lebt, erfahren wir, wie gelähmte Menschen voll von Bettlermentalität zu lebendigen, fröhlichen Dienern Gottes verändert werden können. Danach rief Petrus das Volk zur Buße auf. Schauen wir uns den Vers 19 an. Lass uns Vers 19 auch gemeinsam lesen. Bitte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Es war die Zeit, zu Gott umzukehren, damit die Zeit der Erquickung komme. Die Zeit der Erquickung erfährt jeder, der sich von der inneren Gelähmtheit zu Gott bekehrt und an die Macht des Namens Jesu glaubt. Dieses neue Leben in Christus ist ein völlig verändertes Leben mit der Macht des auferstandenen Herrn Jesus. Petrus' Bußpredigt gilt auch für uns, dass wir durch Buße ein befreites Leben in der Macht des Namens Jesu führen und nicht länger als geistig Gelähmte,
sondern als lebendige, mutige Zeugen Jesu Christi dem geistlichen Heilungswerk auch in unserer Generation einflussreich dienen. Diejenigen, die Jesu Kreuzestod und Auferstehung ablehnen und nicht auf Jesus hören wollen, sie erfahren die bittere Konsequenz. Wie Vers 23 sagt, und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Der größte Segen Gottes für alle Menschen aller Völker besteht darin, dass sie durch Buße die Vergebung der Sünden und ewiges Leben empfangen können. Darum lasst uns wie Petrus die Bußpredigt am Campus mutig verkündigen und dadurch weitere Apostelgeschichten für die geistliche Wiedererweckung in Deutschland und Europa schreiben. Von Petrus können wir lernen, die Bußpredigt in unserer Zeit ohne Furcht weiterzugeben, indem wir mit dem zerbrochenen Hirtenherzen für die Buße der geistig gelähmten Hoffnungsträger am Campus Fürbitte einlegen. Charles Spurgeon, einer der bekanntesten englischen Prediger des 19. Jahrhunderts, entschied sich nach der Taufe mit 16 Jahren, immer eine evangelistische Botschaft für die Sünder zu predigen, die Gottes Rettungsgnade noch nicht empfangen hatten. Seine Predigten richtete er immer an einzelne Sünder, mit dem brennenden Hirtenherzen für ihr Seelenheil. Wie Gott Petrus als mutigen und lebendigen Zeugen und Prediger des Evangeliums gebraucht hat, so möchte auch unser Gott euch als lebendige Zeugen und als Hirten mit dem Hirtenherzen Jesu für die Hoffnungsträger in Deutschland, Europa einsetzen. Lasst uns ohne Furcht die Buße aufgrund des Evangeliums verkündigen, damit die Zeit der Erquickung komme und die jungen Menschen dieser Generation den wahren Segen des ewigen Lebens ergreifen dürfen. Heute haben wir die Macht des Namens Jesu Christi von Nazareth kennengelernt. Durch Petrus' Glauben an den Namen Jesu wurde ein hoffnungsloser, gelähmter Mann vollkommen geheilt, dass dieser sogar in den Tempel ging und Gott lobte. Durch den Glauben an den Namen Jesu werden geistig kranke Studenten in Deutschland und Europa geheilt und zu einem überaus großen Heer Gottes für die Weltmission verändert. Mit dem Glauben an die Kraft des Namens Jesu werden auch die nächsten Generationen als globale geistliche Leiter dem Werk Gottes und dem Werk der nächsten Generation einflussreich dienen. Lasst uns im Glauben mit der Zuversicht auf den Namen Jesu Christi, den Leitvers 3, Vers 6, nochmal gemeinsam lesen. Bitte. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Lieber Vater, hab vielen Dank, dass der Name Jesu Christi Macht hat, geistig gelähmte junge Menschen völlig zu heilen und ihnen neues, verändertes Leben als Diener Gottes zu geben. Durch die Kraft des Namens Jesu machst du auch unser Land und unseren Kontinent zum Königreich von Priestern und zum heiligen Volk. Danke, dass du jeden einzelnen von uns wie Petrus als gute Hirten für das Heil der jungen Menschen am Campus und für das Werk der nächsten Generation gebrauchen willst. Gib uns deine Gnade, dass wir in diesem Jahr mit Glauben an die Macht des Namens Jesu dein wunderbares Werk an den 1700 Campussen in Europa erfahren dürfen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.